Oh, ich darf sogar meine Charaktere benutzen, die ich ausgesucht habe. Und geile Musik, oder? Hört er das? Na? Das ist die Musik vom, die Kampfmusik von Suikoden 4. Cool. Sowas mag ich, dass sie sowas machen. Das ist zum Beispiel Pluspunkte für mich. Komm, wir gehen auf die Mitte. George geht auf hier. Er geht auf hier. Oh Gott, ich liebe die Musik. Der Verlegen kann mal das machen und jetzt wollte ich nämlich mal ihm hier mal ein bisschen. Das sieht doch hier schon mal cool aus. Zack. Oh so, und die hat ja nur die Lightning-Rune gehabt. Kann man mit attackieren. Alter. Hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Nee. Vor allem Glas mit Magie attackieren. Oh! Wow, nicht schlecht, Leute. Okay, das war hart. Ich will erst mal selber gucken, was ich mache. Ich hoffe, das zieht. Jetzt hat man hier nochmal. Also die haben mir das abgezogen, obwohl ich. Oh, die hat gar nichts. Take out. Oder soll ich das vielleicht lieber mit ihm machen? Ich weiß es nicht. Und schließlich. Ah, das ist zu One. 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 Also gibt es quasi nur den. Naja, man muss sich auch mal Sachen angucken, ne? Oh, gut. Glück gehabt. Ja, mit Waffen haben sie eigentlich gar keine Chance gegen uns, ne? Das ist eigentlich nur. Die Chancen haben sie eigentlich nur, wenn sie Magie benutzen. Komm, Risiko. Oh, die heilen sich. Hey, kannst du mal aufhören, immer sie zu attackieren? Arschloch. Breath of Ice, nein. Na ja, komm. Okay, braucht man gar nicht. Das war doch ein schönes
Orville, wir haben eine Magierobe bekommen und einen Strike Back Orb. Ich glaube, Strike Back Orb. Ich finde es auch ein bisschen unfair immer, dass du die Charaktere, die du in einer Gruppe drin hast, dass die so ein wenig mit eingeblendet werden. Also die könnten doch jetzt wenigstens über den Raum verteilt stehen, auch wenn nur die hier reden. Das ist doch schön, dass wir das jetzt hier so schnell über die Bühne gekriegt haben. Dann hat das ja direkt noch ins Video gepasst. Aber manche Aufnahmen können schon glücklich werden, sodass man quasi wirklich so ein Mini-Level machen kann und dann passt das mit dem Rest in der Aufnahme. Total sympathisch, der Typ. Ich würde das 4 auch gerne durchspielen. Kann ich aber leider nicht drüber verfügen. Ich habe den Spieleberater, aber mal sehen, was nicht ist, kann ja noch werden. So, jetzt haben wir Bernadette dazu gewonnen. Lass mich hinter... Oh, mit dem Beendigungsgespiel... Bitte lass uns einmal nach Obel fahren, das wäre so cool. Weil wir waren in Suikoden 2, war es uns ja auch möglich, mal nach... Gregminster zurückzugehen und die Stadt zu sehen. Oh, das wäre so cool, wenn wir jetzt nach Obel könnten. Oh, bitte, 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 bitte. Och, komm schon.
Oh, George ist so cool. Ja, die sind beide. Also, der Skaltier, der ist auch mega sympathisch halt, ne? Haben sie toll hingekriegt. Der erinnert einen noch voll an Suikoden 4 von der Optik her. Aber ich hab wirklich gehofft, dass wir jetzt einmal nach Dings kommen. Das ist schade, weil das haben sie in 4 gemacht. Minuspunkt. In 4 sage ich schon, in 2 haben sie es gemacht. Minuspunkt, riesiger Minuspunkt, Leute. War keine gute Idee von euch, mich dazu. Mich so traurig zu machen. Gut, leider, hier gab es leider nicht mehr zu sehen auf der Insel, das war's. So leid mir das tut. Dann sollten wir jetzt wieder nach Istris kommen, da sind wir auch schon. Ah, Your Royal Highness, welcome back. Whoa, what happened to you? You're all green in the face. And you, you too, Leon. Don't tell me the negotiations with the Island Nations Federation didn't go well. Nah, they're just seasick. Oh, right, right. So that's all, huh? Well, compared to the trip over, the way back was a lot better. We're fine now. There you go, that's the spirit. Conquer that seasickness with willpower. Oh. Oh, ich bin immer froh. Ich stelle mir, wenn ich mir so Koden vorstelle, in dem sogar noch solche Charaktere hier fehlen, ne, die man so gut findet. Bei 108 oder 109. Nee, warte mal, sogar noch mehr. Man kriegt ja diese Eichhörnchen auch noch. Lass mal sagen, so mit allen Nichtsternen von mir aus, was weiß ich, 115. Alter, wenn es mir noch so eine Charaktere noch geben würde, dass du wenigstens so zwei Handvoll hast, ne? Dann würde ich so die Koden, glaube ich, kannten. Boah, das wäre traurig. So, wir schlafen jetzt im Hotel, anstatt beim Dings zu speichern, weil wir haben ja Zauber benutzt und laden wir wieder auf, weil ich denke, wenn wir nächstes Mal eine neue Session machen, dann wird es wieder direkt irgendwo reingehen. So, Leute, und dann würde ich sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock aufzuhören, aber ich werde es tun. Dann würde ich sagen, dass ich mich ganz doll bei euch bedanke fürs Zuschauen und dass ich euch einen tollen Start in die Woche wünsche. Bei mir geht es auch, ich muss diese Aufnahmen, die werden immer sehr groß, deswegen splittet die so oft. Ich will die auch nicht kleiner haben wegen der Qualität, denn ihr werdet den Vergleich zwischen diesem Video und dem von dem Emulator sehen. Deswegen muss ich jetzt aufhören. Ich merke nämlich schon, dass der ziemlich am Keuchen ist. Mit dem Videomaterial, was er sich rüberzieht auf den PC, und ja, deswegen ist jetzt für heute Schluss. Ich werde mir noch einen Film angucken, hoffe, ihr startet gut in die Woche oder beziehungsweise in den Dienstag, für mich ist heute frei, und lasst euch von keinem ärgern und einen Tag versauen und seht zu in den schweren Zeiten von Corona, dass ihr euch irgendwie ein bisschen fit haltet. Das schlägt uns alle noch mehr fast auf die Gesundheit wie dieses Corona, dass wir nichts machen können. Also, steht gerade, lasst euch nichts versauen, genießt das Leben, soweit es geht, und lasst euch nicht in unnötigen Dingen einschränken. Bleibt einfach sauber und gesund. Ich bedanke mich, euer Dishabit Editu. Ciao. Ja, herzlich willkommen zurück zu Suikoden 5. Und die wir zuletzt auf Nirva Island waren. Und jetzt wahrscheinlich in unser HQ zurück sollen, nehme ich mal an. Habe ich mir nicht gemerkt, was wir machen sollen. Und fragen, labern auf dem Weg nochmal Bagger an, der natürlich nicht auf uns eingeht. Ich glaube, den kann man erst recht spät in dem Spiel hier kriegen. Was für mich fast heißt, dass ich ihn gar nicht kriegen will.
Also ist nicht, dass der wichtig für mich wäre. Ist jetzt zwar kein so schlechter Charakter wie viele andere, aber es ist auch nichts Weltbewegendes für mich. Ja. Also ich hoffe, wir müssen jetzt zurück. Gut, wir haben da die... Ja, ich glaube, wir müssen zurück. Ich hoffe, wir haben noch eine Menge vor. Ich habe irgendwie so eine komische Vermutung, wie das wieder Spiel bald zu Ende wird. Ich habe das ja schon mal von einer Menge Videos erwähnt, dass man jetzt hier so durchgedrückt wird. Wobei dann die Aktion mit... ja, sag schnell. Vielleicht nehme ich mir auch mal ein paar Charaktere mit, die ich noch gar nicht... ich ausprobieren will demnächst, weil wir brauchen sowieso mehrere Charaktere, um denen wir kämpfen können. Ist auch egal. Also dann machen wir den ersten Speicher und den legen wir natürlich worauf, wo quasi, warte mal, Revolving Glitch, Sable, oh. So, mein erster Spielstand wäre der hier, Ranro Mountain, dann machen wir den hier rauf. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Charaktere, das kann ich schon mal so voraussagen. Also logischerweise auch welche für die Entourage, wenn wir irgendwann das letzte Level machen, das bleibt ja gar nicht aus, ist ja logisch, ne? Man lässt das ja nicht einfach leer. Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Dass ich jetzt nur Lorelei und Dings mitnehme. Ach, und ich wollte mal was nachgucken. Ihr lest ja nebenbei, ne? Ich muss nämlich gerade mal hier rauf gucken. Mann, warum geht der Text? Können die das nicht so einzeln schreiben jetzt, wo ich das gerade brauche? Ah, after the coronation, ja. Das weiß ich noch, alles klar. Ich weiß gar nicht... Okay, Szenario. Jo, gut. Der größten Unterschied ist so unrealistisch, ey. Also manchmal hast du das Gefühl, die Männer hier sind alle 2 Meter groß. Okay, alles klar, dann weiß ich das schon mal wieder. Das war mir nämlich nicht eingefallen. Aber was anderes ist mir nämlich eingefallen. Das ist gut. Hier hat das Wasserstand nämlich jetzt abgebaut. Excuse me, Prince.
Ja, weil ich dich gleich am Morgen sehe, deswegen. Das lange Gesicht. Nein, ich vergebe dir nicht. Ich vergebe dir gar nichts. Am wenigsten, dass du mir die ganze Zeit am Hacken klebst. Schlampe. Entschuldigung, ich weiß, Video hat angefangen. Ich habe gleich wieder ein böses Wort gesagt. War keine Absicht. Vergesse es einfach ab und zu. Ich frage mich, was ich hier hinstellen kann. Das hat man noch gar nicht ausprobiert, ne? Habe ich eigentlich irgendwas gerade? Aber wir haben den Stone of Speed. Das ist cool. Da müssen wir uns noch genau überlegen. Ist auch nicht so schlecht. Brauchst du aber auch wieder einen mit einer Mega-Abwehr. Genau, ja, und genau. Wir können jetzt auch wieder ein paar Sachen auf unser Konto bringen. Ich schalte mir jetzt erstmal wieder Kämpfer ein, da wir ja wieder alles verloren. Also, das ist ja eigentlich realistisch, dass zumindest nach einer langen Nacht, also wenn man gepennt hat, dass dann die Leute weg sind. Leider ist der Rest nicht so realistisch. Baby Pufferfisch, Tuna Set, Window Set. Ah, das könnten wir ja. Ich bin blöd, das hätten wir jetzt abgeben können. Magic Rope haben wir noch gekriegt und den Stone of Speed. Können wir den eventuell gleich verteilen? Ich denke, theoretisch könnten wir das. Aber der Kollege, dem ich das gebe, der ist eh schon mega schnell. Packen wir erstmal weg. Und dann hätten wir noch diese Dragon Essence gekriegt. Nur, oder haben wir die schon weg? Haben wir schon weggepackt, alles klar. Dann brauchen wir einen Zauberer, der gut attackieren kann. Und das wäre ja zum Beispiel auch die gute. Ja, aber die hat schon alles. Und jetzt weiß ich auch, was ich letztes Mal aus Versehen weggeworfen habe, nämlich den Orb für den Pot für Ach, sag schnell. Die Magic Absorb Dingsbums. Und ich will auch noch mal ins große Loch, weil ich will Boundary wissen, was das ist. Oder ich kann es eigentlich auch nachlesen. Ist eigentlich auch kein Problem, ich Idiot, ne? Magic Absorb Rune, ja. Sleep Orb. Und wie viele Dings hat denn der Devil Beats? Gott, ich bin gerade verwirrt, wen ich mitnehmen will. Ich nehme auf jeden Fall jemanden mit, den ich noch nicht mit hatte. Für den nehme ich gleich erstmal diesen ganzen Kram. Und ich muss sowieso nochmal zurückkommen, weil ich da noch Rüstung habe und gar nicht weiß, ob er die alles anziehen kann. Aber jetzt werde ich erstmal nur an starken Charakteren Zweig und Lorelei mitnehmen. Magier brauche ich auch. Wie sieht es denn mit unserer guten Josephine aus? Level 38, S. Ja, wir brauchen ja jemanden, der Magie macht. Ich glaube, ich nehme mal diesen Gösch mit. Wir haben ja Zweig und. Ja, okay, dann brauche ich die Dings jetzt doch nicht. Dann könnten wir noch. Den könnten wir noch mitnehmen, sag mal an. Oh, wirklich so süß, ne? Aber ich will mich von der nicht so abhängig machen. Okay, Roy hat auch schon Gösch.
Nikea, der hat auch schon so heftig viel Power. 28 für Nakula. Muron. Also kommt gar nicht in Frage, ne? Ist klar. Lelei 24 haben die. Log und Loon. Loon hat 25. Aber die hatten wir ja auch schon mit. Wie gesagt, sehr sympathische Charaktere. Er hat auch schon 8.